bei uns jetzt eine, ja, ich sag mal, Postlegende, Ronald Lux, früher immer noch als Aktiver unterwegs gewesen, diesmal als Spielervater. Wie siehst du dieses Turnier? Ja, dieses Turnier, der Digital Design Cup, hat natürlich einen ganz hohen Stellenwert. Gerade, sage ich mal, für den Nachwuchs, die nicht so viele Spiele haben, wo sie gegen verhältnismäßig gute Mannschaften sich beweisen können, kommt dieses Turnier eigentlich dem Nachwuchs zugute. Und ich muss auch sagen, von der Organisation her ist es eine Top-Sache. Die Kinder haben Spaß, wir Eltern haben Spaß und wir sehen 2 Tage wirklich guten Handball. Das ist, denke ich mal, mit das Wichtigste, dass wir guten Handball legen. Du als Vater jetzt, wie siehst du eben halt die Entwicklung deines Sohnes bei Post Schwerin? Ja, es ist immer schwer als Vater, der selber Handball gespielt hat, zu sagen, Mensch, ich bin mit der Entwicklung zufrieden. Es gibt immer, ich sag mal, das ein oder andere, was noch zu bemängeln ist, aber man darf nicht vergessen, es sind Kinder, die sollen Spaß am Sport haben und der Leistungsdruck, der kommt später. Jetzt sollen sie Spaß haben und das sieht ganz gut aus. Das ist doch in Ordnung. Luxa, du warst lange selbst ein aktiver Handball bei Post Schwerin. Was machst du aktuell? Aktuell habe ich eine kleine Reisefirma, ein Schülerreisebüro. Ich organisiere Klassenfahrten, Projekttage etc. und bin dadurch auch viel unterwegs und das macht mir auch großen Spaß. Bist du noch dem Handball treu? Ja, wir treffen uns einmal die Woche zum Fußball ein bisschen. Ball nehmen wir auch in die Hand, aber vorwiegend Fußball spielen die Alten von früher, mit denen ich zusammen Handball gespielt habe. Wir feiern noch zusammen und ja, ein bisschen was machen wir schon, aber Handball direkt selber spielen nicht mehr. Ich wünsche Ihnen eine verletzungsfreie Zeit. Thank you.
die Nummer 1 im Tor, Lennart Wecki. So, frei auf die HSG, jetzt die Chance zum ersten Treffer. Jetzt einmal der Peter und einmal der Axel, einmal Trainer vom VfL Vredenbeck. Peter, du bist das erste Mal bei diesem Turnier. Ja. Wie siehst du diese Organisation hier? Also ich finde, der Post Schwerin hat hier ein professionelles Jugendturnier aufgezogen. Wir sind jetzt das erste Mal dabei und ich glaube, wir werden nächstes Jahr mit noch einer Mannschaft wiederkommen. Okay. Wie siehst du deine sportlichen Möglichkeiten? Ja, wegen sportlichen Zielen sind wir eigentlich wenig hierher gefahren. Also die Kinder sollten Spaß haben als Saisonabschluss und bis jetzt läuft das relativ gut. Ja. Okay. Axel, du als Schiedsrichter, dir wird immer auch ein Hauptaugenmerk geschenkt. Wie siehst du das Ganze hier? Ja, natürlich sollen die Kinder auch Spaß haben, aber wir müssen das ja auch im Rahmen halten, dass sich keiner verletzt, weil sollen auch alle wieder heil und gesund nach Hause ankommen. Okay, wenn man das jetzt so sieht, Pfeifen ist immer schwierig, gerade wenn die Eltern hier auf der Tribüne sitzen. Beeinflusst das einen? Ja, es sollte einen nicht beeinflussen, aber es ist halt schon schön, 100 andere Meinungen auch von oben zu hören, weil jeder sieht es ja anders und ich bin ja dann derjenige, der es entscheiden muss. Gut, Peter. Ihr habt jetzt zwei Spiele gehabt, drei Spiele? Ja, zwei Spiele, beide schon gewonnen? Nee, eins verloren gegen Soltau und gegen Norwegen eben gewonnen. Also ich bin ganz positiv. Also es ist auch was Schönes für die Jungs, glaube ich, wenn sie eben halt gegen internationale Gäste, gerade mit dem Trainer Preben Vidal zu spielen, ne? Genau, also die Jungs waren, als ich das erzählt habe, dass sie gegen Norwegen spielen, sehr, sehr aufgeregt und sagt, oh, das kommt wohl nie wieder. Und ich schätze mal, für einige wird es auch so sein. Also die Jungs sind Feuer und Flamme. Axel, wie verständigt man sich denn auf dem Spielfeld, wenn da eine internationale Mannschaft ist? Ja, bei den Kindern ist es noch ein bisschen schwieriger. Da versucht man dann, die Trainer als Übersetzer mitzunehmen. Aber ansonsten einfach nur Blickkontakt und ein bisschen Mimik und Gestik und dann funktioniert das auch. Alles klar, ich wünsche euch noch schöne Zeit hier. Letzte Spielminute.